The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Sieg der schlafenden Heiligen. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. In der ersten Auferstehung wird der Lebensspender sein erkauftes Eigentum rufen. Bis zu dieser Siegesstunde, in der die letzte Posaune erschallen und das riesige Heer zum ewigen Sieg hervorkommen wird, ist jeder schlafende Heilige geboren und wird als kostbare Perle bewahrt, als einer, der Gott namentlich bekannt ist. Durch die Macht des Heilandes, die während ihrer Lebenszeit in ihnen gewohnt hatte, und weil sie Teilhaber der göttlichen Natur waren, werden sie von den Toten auferweckt. Es kommt die Stunde, sagte Christus, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen. Jene Stimme wird durch alle Schlafstätten der Toten hindurchdringen. Jeder Heilige, der in Jesus lebt, wird aufwachen und seinen Kerker verlassen. Dann werden uns die charakterlichen Tugenden, die wir von der Gerechtigkeit Christi empfangen haben, mit wahrer Größe höchsten Grades verbinden. Der Sieg der schlafenden Heiligen am Auferstehungsmorgen wird herrlich sein. Der Lebensspender wird alle, die aus den Gräbern kommen, mit Unsterblichkeit krönen. Da steht die auferstandene Menschenmenge. Der letzte Gedanke betraf noch den Tod und die damit verbundene Qualen. Als letztes hatten sie an Grab und Gruft gedacht. Aber jetzt rufen sie aus: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Hier stehen sie, und der letzte Schliff der Unsterblichkeit geschieht an ihnen, und sie werden emporgenommen, um ihrem Herrn in der Luft zu begegnen. Auf beiden Seiten stehen die Engel im langen Reihen. Dann stimmt der Engelschor das Siegeslied an, und die Engel in den beiden Kolonnen stimmen mit ein. Und die erlöste Schar fällt ein, als hätten sie dieses Lied auf der Erde schon immer gesungen. Und im Grunde haben sie es ja auch. Was für eine Musik! Da gibt es keinen unharmonischen Ton. Jede Stimme verkündet: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig. Nach der mühevollen Arbeit seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. The Lord is coming. Are you ready?